Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog bis Nummer 4 so rum. Ich erschrecke die Kamera gleich. David und ich sind. Oh, meine Kamera ist leer. David und ich sind gerade auf dem Weg zur Aukini. Ja, wir waren so lange nicht mehr All You Can Eat Aukini Sushi essen. Und jetzt werden wir um 12 Uhr dorthin fahren. Ja. Ja, David lädt mich ein zum Master. Zur Masterarbeitabgabe. Und wir haben extra nichts gefrühstückt. David hat morgen schon eine Klausur geschrieben. Und jetzt gehen wir Sushi essen. Ich freue mich schon richtig. Ich habe sehr Hunger. Ja. Ich hoffe, ich kann viel essen. Ich hoffe auch, ich kann viel essen. Man muss so ein bestimmten Grad an Hunger haben. Man darf nicht so zu hungrig sein, sodass einem schlecht ist. Dann kann man nämlich nur sehr wenig essen. Man darf auch nicht zu voll sein. Ja, aber ich glaube, ich habe gerade den perfekten Grad an Hungrigkeit. Für euch, Kredit. Wir haben einen Park hier gefunden. Im Parkhaus ein einfach einen Parkplatz. Wir haben einen Parkplatz gefunden. Im Parkhaus war einfach alles voll. Um 12 Uhr. 12.20 Uhr. Alle Weihnachtsshoppen hier hingestellt. Ihr habt so Hunger. Hallöchen, Freunde, nochmal zurück. Wir haben heute schon Sonntag. David und ich waren ja. Wann waren wir denn mal essen? War das gestern? Nee, Freitag. Nee, gestern. Ja. Gestern waren wir essen und danach hatte ich mich nicht mehr gemeldet, weil meine Kamera war die ganze Zeit leer. Ich hatte den Tag über noch so ein bisschen ein paar To-Dos und sowas abgearbeitet und ja, einfach die Kamera ausgelassen, weil ich auch für einen Mini-Vlog mitgedreht hatte und dann finde ich das, also beides gleichzeitig, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, da hatte er abends seine Weihnachtsfeier vom Fußball und ich war abends noch mit Annika weg. Wir waren noch in einer Bar und ja. Ich musste kurz die Speicherkarte entleeren. Naja, auf jeden Fall ja, haben wir es nicht so übertrieben. Es war auch irgendwie da, wo wir waren, war es einfach viel zu voll. Und dann ja, meinten wir entweder, wir gehen jetzt noch richtig feiern oder wir sind vernünftig, gehen zu Meckes, holen uns eine Apfeltasche, quatschen noch ein bisschen und gehen dann nach Hause. Und dann haben wir uns auch dafür entschieden, was eine gute Idee war. Ich bin nämlich heute trotzdem so krank müde, weil ich glaube ich erst mal halb vier geschlafen habe. Aber naja, ich bin jetzt bei meiner Mom. Wir waren allgemein heute alle zusammen hier und haben zusammen gegessen und so. Und eben sind da Sarah und Phil dann auch wieder gefahren, weil ich bin jetzt hier geblieben. Hat Dienstag ja meine letzte Klausur und ja, wollte dafür noch was lernen morgen in Ruhe. Und ja, ihr wisst ja, das mache ich dann gerne auch hier, weil dann habe ich so einen Kopf frei. Naja, was ich eigentlich erzählen wollte, David meinte einfach eben so, ja, dass ein Brief bei mir zu Hause angekommen ist von der Staatsanwaltschaft Berlin. Und ich dachte so, mein Gott, was ist das? Habe ich irgendwas getan? Also ich würde sagen, ich erkläre das Ganze ein bisschen ausführlicher, dann machen wir hier eine kleine Storytime draus. Und zwar habe ich mal, es war 2018, das war kurz vor meinem Abiball, oder es war sogar noch früher, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, von meinem Abiball hatte ich so eine genaue Vorstellung von meinem Abiballkleid, welches es sein soll. Es war so von so einer ganz bestimmten Marke und es war damals so ein, keine Ahnung, jeder kannte das eigentlich. War mit so ganz, ganz vielen Glitzersteinen und einfach so ein mega schönes Kleid. Und es war aber viel zu teuer und dann hatte ich mal bei Kleiderkreisel geguckt und da habe ich das sogar gefunden bei einer für viel weniger Geld. Also es war trotzdem noch viel Geld, aber ja, halt nicht so viel wie irgendwie normalerweise hätte das irgendwie 600 Euro oder so gekostet, glaube ich. Und dann war es, keine Ahnung, 60% günstiger oder so. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann so bei Kleiderkreisel bei ihr gekauft und ich sag's euch, das Paket kam einfach die ganze Zeit nicht an. Sie meinte, sie hat es losgeschickt, aber es kam die ganze Zeit nicht an. Ich wurde schon richtig nervös, weil das auch übertrieben viel Geld damals für mich war. Und ja, im Endeffekt hatte ich dann so ein bisschen Beef mit ihr. Und irgendwann kam dann ein Paket an, während ich auf Abschlussfahrt war. Meine Mom hat das dann bei der Post abgeholt und geöffnet. Und ich sag's euch, dieses Kleid, es war zum einen nicht das Kleid, es war nicht die Marke, es war nicht die Größe. Es war gebraucht, komplett, also nicht normal gebraucht, sondern keine Ahnung, wo sie das anhatte, die Frau. Aber es war komplett durch den Matsch gezogen. Ich habe leider keine Bilder mehr davon. Wobei, ich habe letztens noch ein Bild irgendwo gefunden. Na egal, auf jeden Fall. Es war komplett durch den Matsch gezogen. Die ganzen Pailletten waren alle ab. Die Glitzersteine, die hingen dann nur an so kleinen Fäden. Und ja, ich war halt super traurig und habe ihr natürlich direkt geschrieben.
Und ja, sie meinte dann so, ja, Pech gehabt, du bekommst dein Geld nicht wieder. Und keine Ahnung, habe mich jetzt runtergemacht. Also es war halt einfach so eine Betrügerin. Und ich hatte die daraufhin dann auch angezeigt und ja, hatte natürlich jetzt nicht allzu viele Informationen von ihr, aber irgendwie konnte sie dann auf jeden Fall ausfindig gemacht werden, sodass ich dann ja schon einige Zeit später, bestimmt fast ein Jahr später oder so, einen Brief bekommen habe mit einer Einladung als Zeugin in dem Fall. Und ich dachte damals irgendwie, dass es irgendwie, also dass sie es bei mehreren gemacht hätte und mehrere sie angezeigt hätten oder mehrere Leute wären. Das war auf jeden Fall dann in Berlin. Also man muss ja immer, also der Gerichtstermin findet dann ja immer da statt, wo der Angeklagte sozusagen wohnt. Und sie hat anscheinend in Berlin gewohnt. Und ja, dann bin ich nach Berlin geflogen für einen Tag. Hatte dort die Gerichtsverhandlung. Im Endeffekt waren nur sie da und ich war da. Und ja, wir haben dann eben beide unsere Aussage sozusagen getätigt. Und im Endeffekt wurde mir dann auch Recht zugesprochen. Was auch verwunderlich wäre, wenn es nicht so gewesen wäre, weil das, was ich erzählt habe, hat halt gestimmt so. Ja, das Lustige oder Unangenehme daran war sogar noch, dass nach der Gerichtsverhandlung sie war dann mit ihrer Mutter, also die Frau war schon ein bisschen älter. Und ja, ich wollte dann eben wieder rausgehen zur Bahn und bin in den Aufzug gestiegen. Und unangenehmerweise war sie und ihre Mutter ebenfalls im Aufzug. Das hat man halt nicht gesehen, weil der Aufzug war so ein bisschen um die Ecke und sie stand anscheinend schon drin mit ihrer Mutter. Und ich habe das halt nicht gesehen, bin einfach schnell in den Aufzug reingegangen. Ja, dann sind wir dann auch so zusammen runtergefahren. Sie hat so mit, ich stand wirklich so 1 Zentimeter neben ihr gefühlt und sie meinte noch so zu ihrer Mutter so, ja, die bekommt sicherlich niemals ihr Geld, also ihr werde ich niemals was geben und so weiter. Sie wurde dann auch verurteilt, aber irgendwie auf Sozialstunden oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da irgendwie absolut keine Aussicht darauf, dass ich mein Geld wiederbekomme. Was, ne, es war halt wirklich viel Geld auch für mich damals und ja, naja, auf jeden Fall ist das Ganze dann einfach so im Sand verlaufen sozusagen. Also sie wurde ja verurteilt und ich habe halt Recht zugesprochen bekommen, aber habe halt nie was von dem Geld gesehen. Und keine Ahnung warum. Aber jetzt war einfach ein Brief von mir, für mich in der Post. Von der Staatsanwaltschaft in Berlin, wo drin steht, dass Geld von der Verurteilten steht hier, gezahlt wurde. Und ja, ob ich, also ob meine Kontodaten noch stimmen und so weiter. Und jetzt bekomme ich einfach mein Geld wieder und ich kann es irgendwie gar nicht glauben. Ich finde es richtig crazy. Im Endeffekt siegt die, ja, irgendwie siegt so die Ehrlichkeit, keine Ahnung. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie verrückt. Ich hätte das niemals mehr gedacht. Also ich habe auch gar nicht mehr, also klar, ich hatte euch das ja schon mal erzählt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie daran gedacht habe, dass ich mein Geld irgendwann nochmal wiedersehen werde. Jetzt bekomme ich es einfach wieder. Ich finde es echt, also verrückt irgendwie. Naja. Wollte ich euch erzählen. Ich habe das nicht so spannend erzählt, aber das war wirklich spannend. Ja, jetzt habe ich mir auf jeden Fall Fake Freckles gemacht, habe euch die kleine Storytime hier auch nochmal erzählt. Und ja, ich würde jetzt noch was lernen. Ich denke mal, ich melde mich dann morgen wieder bei euch. Guten Morgen, Freunde. Wir haben Dienstag. Es ist so kalt, wirklich so kalt. Wir haben irgendwie 8 Uhr irgendwas. Ich habe um 9 Uhr meine Klausur. Meine letzte Klausur einfach in meinem ganzen Leben. Und ich bin leider was krank. Nachdem wir jetzt Sonntag weg waren, es auch so kalt war. Ja, ich bin wahrscheinlich erkältet. Es ist wirklich, also meine Ohren frieren ab, meine Hände. Naja, auf jeden Fall gleich die letzte Klausur. Ich bin natürlich wahrscheinlich wieder einer der ersten im Raum, aber ich gucke mir dann auch gerne nochmal alles da so an. In Ruhe. Und ja, ich melde mich dann mal danach. Wie es dann so war. Okay, Friends, kurzer Einblick, bevor jetzt gleich Leute kommen. Der Raum ist einfach noch komplett leer. Das hier ist der große Raum, in dem haben wir schon öfter geschrieben. Hier sitzt dann der Dozent. Und ich sitze da, wo meine Tasche ist. Und hier habe ich für Annika und Phil freigehalten. Das halte ich noch für Chrissy frei. Ja, so sieht's aus. Also, dieses Klausurenschreiben werde ich auf jeden Fall nicht vermissen. Das ist für mich immer so schrecklich gewesen. Also ich bin immer so total aufgeregt bei sowas und mache ich immer so bekloppt. Aber es ist schon komisch, dass es jetzt so die letzte Klausur überhaupt ist. Irgendwie studieren auch cool. Also es ist natürlich auch manchmal hart, aber es ist auch echt irgendwie schön gewesen und hat halt immer so viel Zeit für sich auch trotzdem. Und es ist,
glaube ich, echt was anderes, als wenn man halt nach dem Abi so direkt eine Ausbildung macht und dann direkt im Vollzeitberuf ist, auch wenn ich natürlich jetzt auch viel arbeite, aber es ist nochmal was anderes System. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben die letzte Klausur geschrieben. Ich will die Uni nie wieder verlassen. Hey, warum? Wann ist das wieder genommen? Ah ja, oh mein Gott, ich dachte irgendwie, wir sehen die auch nie wieder. Jemand dem ist Chrissy, ja, soll sich schon mal verabschieden. Auf jeden Fall haben wir jetzt die letzte Klausur geschrieben. War eigentlich ganz gut. Harmlos, ja, war ja, ganz okay. Ich habe der Laura heute Morgen schon, als ich wach geworden bin, so Memos gemacht, weil ich geträumt habe. Das war so krank. Ja, ich muss gleich noch ganz kurz einkaufen. Wir machen heute Abend so meine Mädels so Wichteln und Raclette. Dafür muss ich noch ein paar Sachen besorgen. Ja. Und ich glaube, ich wollte nachher eh zu Aldi fahren, aber so einfach auch so Baguette und so. Und das wollte ich kurz bei Rewe besorgen. Hallöchen, Freunde, nochmal zurück. Ich bin jetzt gerade bei Aldi. Ich hatte ja eben schon ganz kurz erzählt, wir machen ja heute Abend so ein Wichteln und Weihnachtsessen mit Sarah, Myrna, Cece, Dari, Madeleine und ich. Und wir wichteln auch untereinander und haben uns halt so aufgeteilt für Raclette, dass jeder so ein bisschen was mitnimmt. Eigentlich habe ich eben alles besorgt bei Rewe, aber die Dips wollte ich bei Aldi holen, weil ich finde, bei Aldi gibt es so viel bessere Dips. Die sind irgendwie geiler. Ja, genau, also mit so einem Datteldip und so. Ich hoffe, der ist jetzt auch hier und oh mein Gott, es ist so kalt, es ist minus 1 Grad. Ich komme wirklich auf diese Kälte nicht klar, ne? Ganz davon abgesehen, dass ich jetzt auch schon wieder erkältet bin, was super nervig ist. Aber ja, wenigstens war die Klausur ganz gut. Ja, und dann muss ich gleich noch arbeiten. Ah ja, von zu Hause aus. Und wollte mich ein bisschen ausruhen. Und ich habe noch ein Gina-Trikot-Haul für euch auf Insta. Das muss ich auch noch online stellen und abdrehen. Bisschen was habe ich schon gezeigt und vorgespeichert, aber halt nicht alles. Aber naja, ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal los hier. Oh, wünsche mir Glück, dass ich die Dips bekomme. Okay, ich bin wieder im Auto. Ich habe eigentlich soweit alles bekommen. Ich überlege gerade, ich habe übrigens auch immer so Tüten gekauft. So Tüten und auch so Geschenkpapier und so. Kann man immer viel günstiger bei Aldi kaufen. Also ich habe gerade auch nochmal hier so ein Geschenkpapier gekauft. So ein silbernes. Das hat irgendwie, keine Ahnung, 69 Cent gekostet oder irgendwie sowas. Und das hier habe ich gestern bei Edeka gekauft für 3 Euro. Voll geärgert, voll übertrieben. Naja, auf jeden Fall habe ich gerade auch noch so, das sind so 3 Tütchen. Das finde ich auch mal voll cool zu verschenken. Dann, ich habe beim Wichteln übrigens Dari gezogen. Upsi. Und ich habe auch schon was für sie, das muss ich gleich nochmal einpacken. Aber ich habe jetzt auch noch die hier gekauft. Ich weiß nicht, ich weiß, dass es um die... Sorry, ich musste kurz die Speicherkarte leer machen. Ja, auf TikTok lösen diese Gnocchis extreme Diskussionen aus. Sind die mit Trüffel? Ich finde die ja richtig lecker. Dart mag die auch. Aber ich verstehe auch, dass manche meinen, die wären säuerlich. Aber naja, ich finde sie sehr nice. Ansonsten habe ich nochmal diese Avocados gekauft, kann ich euch auch so empfehlen, von Aldi. Die kosten auch nur 1 Euro irgendwas und das sind einfach 5 Stück und die sind halt zum Nachreifen. Das ist ein bisschen nervig, aber ich habe die letztes Mal einfach in unseren Schrank getan für einen Tag oder nach den Tagen waren die perfekt. Habe ich danach die ganzen Tage einfach gegessen und eine so eine Avocado ist so eine perfekte Portion und das ist sehr nice. Habe ich noch Abschminktücher mitgenommen, leider gab es nur die von Aldi, keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert. Werden wir jetzt wohl tun und dann habe ich noch Zwiebeln, musste ich auch was bringen. Ja, und dann die Dips. Ich überlege, ob ich die schon mal hier drinnen lassen soll und einfach im Auto lassen soll. Eigentlich wollte ich heute Abend mit der Bahn fahren, aber Leute, ist es so kalt. Ich glaube, ich packe das nicht. Also, wir hatten hier einmal getrocknete Tomate als Dip. Dann, glaubt ihr, ich kann die bei minus 1 Grad hier drin lassen? Ja, oder? Dann, das hier ist der beste Dip. Dattelfeige, er ist so lecker. Ich weiß, es gibt diesen Dip auch aus dem Thermomix. Das wäre natürlich ein anderes Level, aber ich habe leider keinen Thermomix. Naja, den auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, alle gefühlt mitgenommen, außer Bärlauch. Ich glaube, den mag keiner von denen. Dann Senfonik. Der hier. Und ganz ehrlich, die von Aldi, die sind so groß und da ist viel mehr drin. Die sind echt schmauselig. Und dann habe ich noch so einen komischen Knoblauchdip mitgenommen. Das mag ich jetzt sehr gerne. Knoblauchcreme. Wird einfach sowas wie Aioli sein. Ja. So sieht's aus. Das lasse ich jetzt echt einfach hier drin. Dann muss ich das ein bisschen hochschleppen. Den Rest nehme ich dann aber mit hoch. So. Kalt. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt nach Hause. Ich muss jetzt übrigens zu Hause
Also ich muss mich ausruhen, ich muss mein Jeans-Trikot hochladen, meine Stories hochladen, Mails schreiben. Eigentlich müsste ich dringend meine Steuern machen, wir haben ja schon irgendwie den 12. oder so. Und ja, ich hatte einfach bisher keine Zeit, wegen Klausur und so. Ich wollte das halt jetzt danach machen. Haben wir heute den 12. oder den 13. oder was haben wir heute? 13. Ja, und ich muss arbeiten, ganz dringend. Ich muss halt auf jeden Fall was für die Arbeit machen. Das hat eigentlich Priorität Nummer 1. Vielleicht mache ich das jetzt gleich zuerst. Ja, also ich melde mich dann nachher, wenn ich kann, spätestens, wenn ich mich auf dem Weg dann zu meinen Mädels mache. Ja, bis gleich. Ich bin gerade übrigens gerade dabei, die Tüte für Dali zu packen. Eigentlich hatte ich zu Weihnachtstüten hier gekauft, aber die sind einfach zu klein. Also ich habe hier bisher, also wir hatten gesagt 15 Euro und ich habe hier halt, ja egal, ich zeig's gleich. Also zum einen, also okay, oh mein Gott, ich bin jetzt durcheinander. Ich habe auf jeden Fall die Tüte jetzt genommen, weil in die andere Tüte passt nicht alles rein. Deswegen die. Ja, also zuerst einmal habe ich so ein Gläschen mit so Süßigkeiten. Dann habe ich ja eben bei Aldi diese Trüffelgnocchis gekauft. Keine Ahnung, ich finde, die müssen da rein. Dann das eigentliche Hauptgeschenk sind diese Hausschlappen. Leute, ich finde die so süß, die sind von H&M. Die haben 18 Euro gekostet, unser Budget war 15. Aber ja, ist jetzt schon so okay. Ich hoffe, sie wird sich freuen. Ich finde die halt selber so nice. Sie sind zwar offen, aber Leute, die sind so unfassbar flauschig. Also ich hätte die selber richtig gerne. Und man soll ja mal das verschenken, was man selber auch gerne hätte. Deswegen sind es die hier geworden. Ja, das ist sozusagen das Hauptgeschenk. Und dann habe ich noch so ein paar Sachen von Ava und May. Also so süße Kerzen, so kleine. Und dann noch so ein Duftspray. Ich liebe die Duftsprays von denen. Vor allem ist das mein allerliebster Duft von denen. Schaut gerne mal auf meinem TikTok vorbei. Ich lade morgen, also das müsste kurz, vielleicht einen Tag oder so, nachdem das Video dann kommt. Beziehungsweise einen Tag vorher. Oh Gott. Lade ich einen TikTok-Mini-Vlog hoch, wo ich einen Rabattcode für Ava und May habe. Die Sachen sind so krank. Wirklich, die haben unfassbar nice Sachen. Und ich sag's euch, wenn ich davon... Also, es gibt eine Sache, auf die schwöre ich, und das ist das hier. Das ist so ein Raumduftspray. Der Duft heißt Schweden. Und ich sag's euch, das haben wir immer im Bad. Das riecht einfach wie unfassbar leckeres Herrenparfum. Also das ist wirklich geisteskrank. Ich liebe diesen Duft so sehr. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wirklich. Und ja, ich habe noch eine Ava May Kerze reingemacht und das war's. Dann vielleicht finde ich noch ein paar Masken oder so hier zu Hause. Mal gucken, ob ich irgendwas reinmache. Ich habe noch eine Karte gekauft. Die muss ich aber gleich noch schreiben. Friends, es erfolgt hier gerade ein kleines Fresh-Up. Ich muss gleich unbedingt Nasenspray benutzen, damit ich auch Luft bekomme. Ich habe ein bisschen Haushalt noch gemacht und David gezwungen, mit mir ein bisschen Trash zu gucken, weil wisst ihr, heute ist eigentlich ja so ein cooler Tag, weil ich heute meine letzte Klausur so geschrieben habe und ich meinte zu ihm, er kann jetzt nicht den ganzen Tag lernen, das geht nicht, wir müssen auch ein bisschen chillen. Ja, jetzt meinte er, dafür, dass er mit mir Trash geguckt hat, kann er jetzt... muss er jetzt heute Abend noch mehr lernen. Das tut mir natürlich leid. Aber ja, ich bin jetzt gleich weg. Ich muss in, ich weiß gar nicht, 15 Minuten los. Ich freue mich richtig auf den Abend. Wirklich, ich freue mich so doll. Ich habe, es wird richtig schön. So wie, habe ich es erzählt? Ja, ich habe es erzählt. Wir machen ja Raclette und wir haben auch so süße Sachen gekauft, dass wir danach noch so süßes Raclette machen können. So mit Marshmallow, Schoki und sowas. Und wir haben richtig leckere Sachen für Raclette gekauft. Also auch so Nachos, Pizzateig und so ganz tolle Sachen. Ich zeige euch das nachher dann mal. Und wir machen das Ganze übrigens bei Madeleine und Mirni. Mirni ist letzte Woche erst zu Madeleine gezogen. Aus gegebenen Umständen. Ja. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ich habe die Wohnung noch gar nicht gesehen. Umso gespannter bin ich. Und ich freue mich auch aufs Wichteln. Ich bin gespannt, wer mich hat. Und was ich bekomme. Letztes Jahr hatte CC mich. Also letztes Jahr haben wir, ich weiß nicht, ob wir letztes Jahr auch die Vlogmas-Videos geguckt haben. Letztes Jahr haben wir auch schon gewichtelt, aber in ein bisschen kleinerer Runde. Und ja, ich freue mich. Und wir haben letztes Jahr auch schon Raclette gemacht. Achso, und eigentlich, das wollte ich mich gerade noch sagen, eigentlich wollte ich nämlich mit der Bahn fahren. Weil Leute, ich pack das nicht, ich, vor allem, wenn ich jetzt erkältet bin. Weil eigentlich wollte ich auch ein bisschen Glühwein trinken, aber
Für mich wird es jetzt eher Kinderpunsch. Ja, ich glaube, die anderen kommen auch teilweise mit dem Auto. Ich glaube, es ist da ein bisschen schwierig mit dem Parken, aber egal, das wird schon. Und ja, es ist einfach viel zu kalt, um jetzt mit der Bahn zu fahren, auch nachrennen auf dem Rückweg. Ich fühle mich jetzt auch nicht doll. Nur so ein bisschen nach, damit ich so ein bisschen fresher aussehe. Und dann, ja, mache ich mich gleich auf den Weg. Dann sehen wir uns, würde ich sagen, bei Madeleine und Mörder. Wuhu. Wir sind versammelt, so Freunde. Noch nicht alle, aber... So geil. Die sind die geilsten Dinger, wirklich. Freuen wir uns auf Raclette. Kannst du denn jetzt schneiden? Ja. Ich verstehe es überhaupt nicht. Alles schnibbeln. Ja, aber es geht gerade gar nicht. Leute, wisst ihr, was ihr machen müsst? Ihr müsst eine Butter kaufen. Eine Butter. Und Zwiebelsuppe. Jetzt kommt diese Scheiße. Und das müsst ihr miteinander vermischen. Das ist total lecker. Wann haben wir das denn gemacht letztes Jahr? Hey, wir haben letztes Jahr doch auch. Ich habe das schon mal mit dir gegessen. Ja, das kann gut sein. Hey, wir haben doch letztes Jahr auch so Raclette gemacht, aber so in kleinerer Runde. Hi. Hallo. Ich bräuchte eine Gabel. Es ist komplett. Oh, kannst du es auch. Es ist eine komplette Eskalation, wisst ihr, ne? Nee, ich habe das wieder mal eine komplette Eskalation. Leute, wir haben so viel Essen, das ist geil. Wollen wir noch ein neues Toilettenpapier hier? Als ich unsere Essensliste schon gesehen habe, dachte ich schon mal so. Vor allem mit dem Heiligen. Hey, vor allem, ihr wolltet doch nicht ernsthaft noch vorher auf den Weihnachtsmarkt. Was war das denn für eine Idee? Ja, doch, wir wollten. Ich dachte, diese Kui-Ding. Aber ich habe gestern gelesen, dass wir auch nur bis 17 Uhr auf. Hä, nein! Die haben die Zeiten geändert, weil wir zu wenig Lieferbestand haben. Oh. Hä, wie dumm. Jeden Tag wollen wir doch was erkennen. Ich glaube, da an einem Wochenende. Große Zwiebeln drin. Wie geht das Teilchen hier auf? Das ist einfach Zwiebelsuppe. Ich zeig's dir. Ja, aber sind da Zwiebel? Ich weiß gar nicht, ob da echte Zwiebeln sind. Das ist alles so getrocknet. Also, man nehme sich Butter. Warum? So, Dari, guck. So sieht das aus. Schnüffeln? Boah, das finde ich aber geil. Wenn die so getrocknet sind, finde ich auch geil. Ach, die CC ist auch da. Ich habe auch gerade gar nicht gecheckt. Nein, es gibt hier ein Missgeschick. Die haben jetzt Zwiebel auf mir. Okay. Leute, ich habe extra meinen Weihnachtsbeutel. Ich habe keinen. Ich habe es vergessen. Ich bin voll glücklich. Also, die ist noch ein bisschen zu hart. Oh Gott, was ist das? Das hat gerade an meinem Fuß geklebt. Was denn? Das hat Alter, was? Ich wollte das Ding unter dem Also hier, das sind halt 180 Chupa-Chups und der Ständer kostet halt 22 Euro. Ja, wie cool wäre das, wenn wir das... Oh Leute, wie cool sieht das aus? Sieht total lecker aus. Sieht absolut schmausig aus. Guten Appetit. Guten. Guten. Was ist das? Räucherstäbchen, wow. Leute, wir müssen. Geil! Alter, weißt du noch, dass du kalte Füße
Ach, wie cool! Ich wollte die anderen Sachen also da hin. Alter, Leute, nice! Also die Übergabe. Ja. Das ist ganz krass. Geil. Das ist so ein Duftspray, das kannst du perfekt ins Bad stellen. Das kannst du hier direkt mal aufmachen. Das ist nicht einfach so krank, da kann ich noch wirklich. Du müsst daran schon fahren. Ist das das, was du im Bad hast? Ja, das ist das, was du im Bad hast. Das ist so lecker, das ist sehr geil.